war akzeptabel. Oh, fast perfekt durch. Wow! Da bin ich sogar selbst von mir ein wenig überrascht. Aber jetzt ziehen wir wieder da durch. Boah! Uhuhuhu! That was really cool. Yeah, I know. Ah, ich habe mir gedacht, ich hier war. Nicht zu viel lenken in Freerunner. Bam. Holen wir alles auf, alles holen wir auf. Naja, es wäre gelogen, wenn ich sage, das ist perfekt, aber es könnte besser laufen. Bin ich so jetzt schon wieder in der Bande? Reinziehen. Sieben Sekunden, 35. Ob das reicht, wollte ich gerade sagen. Ob 7 Sekunden reichen for the win, I'm not sure. Fulminant. Das war jetzt schon halbwegs gut, zwar bis auf der Querstelle, aber jetzt sind wir schon mal 5 Sekunden vorne. So, ein bisschen reinbremsen. Nein. Ah, das passt schon. 7 Sekunden jetzt schon. Da liegen wir wahrscheinlich im Rahmen des Ermessenen, wie ich schon gesagt habe. John, das war jetzt sehr gut. Da können wir wieder rein, dann wieder ein wenig mehr rüber ausholen, reinziehen. Ja, das passt schon, Hauptsache nicht die Bande duschiert. John, ah ja, wieder wieder hingeblieben. Dass ich mich ein wenig rübergedreht habe. So, letzte Runde, da muss jetzt noch mal ein Turbo kommen. Ja, wir bleiben schon mal hier rechts, rüber. Ohne Reinbremsen. Vollkante bremsen. Sehr gut. Bremsen, bremsen. Passt schon. Nein, passt nicht, aber egal. Noch mal die Zeit rausholen. Ah, das war wieder die Bande leicht duschiert. Ich glaube 1,58, oder? Ich glaube, wir haben sie. Ich glaube, wir haben sie. Nein! Wieso das? 1,56. Okay. 2 Sekunden schneller bekommen wir hin und danach ist wieder mal die Aufnahme zu Ende, weil dann reicht schon wieder. 200stel. 300stel vorne. Ich muss jetzt alles rausholen aus der Strecke. Ja, aber so nicht.
Los geht's, komm mal, komm mal, komm mal! Ausholen und reinlenken. Hoch! Big Jump! Ja, da kannst du vergessen. Okay, hier die letzten zwei Versuche, sonst müssen wir wohl oder übel abbrechen. Und das wird dann erstens mal langweilig. Werde ich wahrscheinlich ein wenig mehr und stark abbremsen. Hier quer reinkommen. Hier auch ein wenig bremsen. Hier auch. 1,34. 1,20. Wir liegen auf Goldmedaillenkurs. 1,16, das ist egal. Gut, da bin ich jetzt vom Rasenmäher. 1,20. Wonderful. Wir schauen. Springen. Nicht hängen geblieben. Da muss ich jetzt rüberreißen. Hey, das war so gut. Die Kombination. Eindriften, bremsen, eindriften, bremsen, bremsen, rüber, bremsen, bremsen, Vollgas. Das ist gut. Das ist auch so eine kleine, schöne Stelle. Okay. Machen wir einfach so. Ich mache jetzt die Goldmedaille. Und dann 8. Aber einfacher gesagt als getan. Ja, das war jetzt akzeptabel, dass ich die Bande berührt habe. Dadurch habe ich nicht mehr Bremsen gebraucht. 67 Hundertstel. Naja, natürlich, weil ich jetzt so lange an dieser Strecke sitze. Bitte nicht so negative Bewertungen, nur weil ich so schlecht fahre. Ich meine, ich gebe ja mein Bestes, oder? Ich versaue ja nicht mit Absicht. Nur, was soll ich machen? Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Boah. Ihr kennt das alle, wenn jemand Turkmenisch spielt und wenn es einfach nicht nach dem tausendsten Mal nicht klappt. So, jetzt wirklich der letzte Versuch, wenn es nicht klappt, dann muss ich
die Aufnahme abbrechen. Der Kran. Geht einfach nicht mehr. So, reinziehen, ein wenig ausholen. Rein, rein. 91 Sekunden, das ist akzeptabel. Und, gut, nicht hängen geblieben. Na, das passt schon. Jetzt reinbremsen, Sprung. So, hier springe ich mal gerade rüber. Bremsen. 2,15. Puh. Kampfansage. Hier wieder ein wenig ausholen. Oh, leicht abgehoben, habt ihr das gemerkt? Das Auto ist nicht nach rechts gefahren. Gut, passt schon. Und hier wieder rüber. Sehr gut. Rein. Last round. Bremsen. Bremsen. Gut genommen, 3,95. Ja, 3,50. In die Mitte. Rüber. Hoch. Eindriften, bremsen, bremsen, bremsen. Gut. Fett durchgekommen. Oh, ohne Bremsen, nur vom Gas runtergegangen. Sehr gut. Und jetzt einbremsen. Wow, nochmal fett und pschu! In das Ziel hinein. Yeah. Top 5000. Woo! Sehr gut. Und von Österreich 1,4 und po. Okay, sagen wir, ich könnte noch 2 Sekunden schneller fahren, dann wäre ich Dritter. Ja. Zwar ist jetzt eine lange Zeit vergangen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns bei einem weiteren Video von LP316. Ciao!